Guten Morgen aus dem Dorf. Ich schwing mich gerade aufs Fahrrad, denn im Nachbardorf ist anscheinend ein wildes Despotar gesichtet worden. Zumindest auf meinem Pokémon-Radar ist es drauf. Schauen wir mal hin. So, hier bin ich wieder. Oh, leicht aus der Puste, aber hier im Hintergrund sieht man die Kapelle, die ihr jetzt auch gleich im Gameplay sehen werdet. Es ist anscheinend noch da. Sehr, sehr geil. Ja, tatsächlich. Ich glaube, einmal habe ich bisher in meinen 4 Jahren Pokémon Go ein wildes Despotar gesehen. Boah, heftig hohe WP. Da ich wirklich viele Candy mittlerweile habe von ihm oder von Despotar an sich, schauen wir mal, dass wir es mit der goldenen machen. Ja, genau, der zieht sich immer so ein bisschen, kennen wir ja aus dem Raid. Oder viele von uns, denke ich, kennen das aus dem Raid. Wurf passt. Bin immer noch ganz schön K.O. Ich bin echt hergeflitzt. Ja! Wie ein geölter Blitz für dieses Despotar. Ja, man hört leider die Staatsstraße ein kleines bisschen. Ja. Ich würde sagen, ein tolles Tauschobjekt für Lau. Passt, würde ich sagen. Der 19.8. ist heute. Viel Spaß noch mit ein paar Kuriositäten. Hallihallo, du schöner neuer Kumpel. Dich meine ich. Ich bin platt. Ich bin echt platt. Wow. Ich habe es eigentlich schon aufgegeben gehabt, dass ich Kiesling, also dieses hier, in Shiny bekomme. Aber hier ist er. Die WP sind auch noch durchs Wetter geboostet, sieht man ja an der Wolke oben. Teilweise bewölkt, glaube ich, ist es. Und dürfte ja ein Stein-Pokémon sein, unter anderem vielleicht. Wenn es Doppeltyp ist. Und was wollte ich jetzt für den Ball wählen? Lieber mal auf Nummer sicher. Ja, gehen wir mal auf Nummer sicher. Wie gesagt, also hohe WP. Deswegen einfach mal alles drauf, was ich so habe. Und dann ist er endlich festgenagelt. Schön. Schauen wir mal, was er so drauf hat. Nicht viel. Macht aber nichts, denn heute am 18. August 2020 gefangen. Macht ihr doch ganz schön was her, der kleine Mann. Herrlich. Mein erstes Shiny aus der Enigma-Woche ist ein Puppens. Leider sieht es schon dem Nicht-Shiny sehr, sehr ähnlich. Nur dieses, was rot ist, glaube ich, beim Nicht-Shiny, ist in dem Fall eben so türkis. Ja, grünlich, türkis irgendwie. Am 9.8., 9. August 2020 gefangen. So darf's weitergehen, von mir aus. Moment. Nein, nein, das ist nicht etwa des Puppens von gestern. Sondern frisch von heute. Warum auch immer. Ich 2 Tage hintereinander bei vollen, also bei ganz normalen 1 zu 450 Chancen, dieses gleiche Pokémon fange. Ich weiß nicht, ob es gestern in der Aufnahme wirklich rausgekommen ist. Ich mag es nicht so gern einfach, weil eben das Shiny sich so wenig unterscheidet. Oje, oje, oje. Vom Nicht-Shiny. Oder von der Nicht-Shiny-Variante. Ja, 2-mal Puppens in 2 Tagen. Hier der Beweis, 10.8. heute. Wie gesagt, warum auch immer. Kein Scherz, wirklich, wirklich kein Scherz. Dieses Puppens ist jetzt das dritte innerhalb von wenigen Tagen, also alles in diesem Enigma-Event. Ich verstehe es nicht. Ich komme einfach nicht klar drauf.
Warum denn? Warum ständig das gleiche Shiny bei einer ganz normalen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 450? Ich komm nicht damit klar. Also das ist doch. Ah, bleibst du in der Mitte? Das passt doch hinten und vorne nicht mit den Wahrscheinlichkeiten. Ja, aber irgendeinen Grund wird's haben. Ach ja. Ich glaube, ich weiß jetzt welchen Grund. Wow. Das hat ein hohes Level. 11. August 2020. Noch ganz kurz die IV. Okay, für ein wildes. Ich entwickle das direkt durch, denn ich habe jetzt so viele. Und lass uns doch einfach mal gemeinsam schauen, welche Farbe die Entwicklung hat. Die Entwicklung schaut dann auch aus wie so ein dickerer Kreisel. Was ist da jetzt anders? Ich glaube, diese Augen, also alles, was hier so ein bisschen hell ist, so gelb ist, die glaube ich sind anders als beim normalen Claydol auf Englisch. Genau, hier sieht man es ganz gut. Das hier müsste mein Bestes sein mit 15 Angriff, aber schlechte Verteidigung. Ja, also normal. Shiny. Shiny. Normal. Ja, weiter kann man es nicht entwickeln. Wie gesagt, 11.8. Echt heftig. Nur nochmal zum Gucken. Boltoy, glaube ich, heißt es auf Englisch. Was ist da los? Hier habe ich jetzt noch zwei natürlich in der Liste, weil gerade habe ich ja eins entwickelt. Das hier hatte ich schon vorbereitet mit Evolve zum Entwickeln, aber das ist ein bisschen niedriger, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch das andere. Ja, sowas, also das hatte ich echt noch nie, noch gar nicht. Warum auch immer, wir sehen uns.